Letzte Woche habe ich euch ja aufgerufen, mal mich ein paar Fragen zu fragen, falls ihr Fragen habt. Es haben wirklich recht viele von euch, recht viele von euch gemacht, was ich cool finde. Deshalb dachte ich mir, heute beantworte ich einen Teil von den Fragen. Und weil es eben so viele es sind und ich die nicht unbedingt in ein Video packen möchte, wird ein nächster Teil ein paar Wochen folgen, wo ich noch andere Fragen beantworte. Also die, wo heute noch nicht beantwortet werden, logischerweise. Also wenn du noch eine Frage hast, darfst du sie gerne stellen. Und ja, wir fangen mit der ersten Frage an, würde ich mal so sagen. Warte. Hier steht's. Hier drei Fragen. Gamescom Video Day, XXL Tuber Day. Wirst du irgendwo anzutreffen sein? Vielleicht. Ich kenne die. Abgesehen von den XXL Tuber Day. Ich glaube, ich habe mal was davon gehört, aber. Ja. Ich kenne nicht wirklich. Wenn mal was in meiner Nähe wäre, würde ich auf jeden Fall hingehen. Aber irgendwie sind die immer so alle in der Nähe von Köln. Gamescom sowieso und Video Day auch. Ich denke aber, Video Day werde ich dieses Jahr hingehen. Wahrscheinlich, weiß es noch nicht. Vielleicht, wenn ich Lust habe, weil ich finde es halt, so eine riesen Show mehr. Weiß nicht, ob ich darauf Lust habe. Vielleicht. Kannst du einfach mal eine Zusammenfassung von einem typischen Tag von dir machen oder erzählst oder per Video? Wie ich schon in meinem Video vor am Dienstag gesagt habe, ich habe vor einer Woche, also jetzt etwas mehr als eine Woche her, mal meinen Tag gefilmt, was ich so an einem typischen Tag mache. Also mein Leben ist nichts Besonderes, keine Angst, ja. Das kommt in ein paar Wochen, es ist noch recht viel zu schneiden und aktuell habe ich viel Abi-Vorbereitung. Sehr viel, ich schreibe in ein paar Wochen mein Abi. Ich versuche es nächste oder übernächste Woche dann rauszubringen. Deshalb ist die Frage dann wahrscheinlich. Werde ich jetzt berühmt? Ja. Nächste Frage. Wie läuft's mit dem Gitarrespielen? Einigermaßen gut. Manchmal spiele ich, manchmal nicht. Ich habe schon wieder ein bisschen Hornhaut an meinen Fingernägeln. Fingernägeln an meinen Fingerkuppen, das ist gut. Ich versuche, zur Entspannung spiele ich gerne mal Gitarre. Ob ich jetzt gut bin, weiß ich nicht. Ja. Was machst du nach dem Abi oder was hast du geplant? Die Frage habe ich schon mal, glaube ich, in irgendeinem Video beantwortet oder sogar mehrmals. Ich sag's nochmal. Ich werde ein Jahr frei machen, höchstwahrscheinlich. Hört man das? Ist das Fenster offen? Ich habe das Fenster offen. Also ich möchte ja also frei machen, in Anführungszeichen, aber dadurch, dass ich. Also ich möchte viel arbeiten in dieser Zeit. Ich war einmal hier bei meinen Eltern. Wir haben Kursanatomie, falls es noch nicht jeder weiß. Und da kann man viel arbeiten. Ich meine, ich möchte noch die Website neu machen, möchte Prospekte machen. Alles ein bisschen so technischerweise auf Vordermann bringen, wie man so schön sagt. Das möchte ich machen und dann YouTube möchte ich auch mich mehr ein bisschen drauf konzentrieren. Keine Arbeit, das wird immer noch ein Hobby bleiben. Ja. Ja, das werde ich so in einem Jahr machen. Und vielleicht, ich möchte eigentlich auch reisen, bloß ich brauche Geld. Ja, Geld. Machst du dieses Jahr auch ein One Second Everyday Video? Ja. So, jetzt ist das drin. Ich möchte es bis zu meinem Lebensende machen. Jeden Tag eine Sekunde, also Lebensende hört sich traurig an, aber ja, halt für immer sozusagen. Ja, und bis jetzt, ich glaube ein oder zweimal habe ich es in diesem Jahr schon vergessen. Aber im Allgemeinen möchte ich es weiterführen, weil ich finde das Projekt echt toll. Es hat mich wenn ich es nochmal gucke, das Video, immer, ich gucke es gerne nochmal vom letzten Jahr. Das ist irgendwas Besonderes für mich. Ich finde es besonders, deshalb, ja, ich mache es weiter. Gibt es was sich an Apple stört? Bestimmt. Aber was stört mich? Der Preis ist recht teuer. Das ist schon irgendwie störend eventuell. Was mich eventuell auch stört, dass bei meine iPhones ständig kaputt gehen. Also nicht ständig, aber gut, das ist nicht schlecht. Also wenn ich ein neues Handy bekomme, ist auch nicht schlecht. Was stört mich noch? Also ich finde, in manchen Sachen ist Apple ein bisschen so restriktiv oder wie man das nennt. Also manchmal sind die so stur. Was ich nicht immer ganz nachvollziehen kann. Also die teilweise Sturheit wird mich jetzt aktuell stören ein bisschen, manchmal. Warte, noch was? Ja, also viele finden ja die aktuelle Innovation nicht so toll.
Das kann man sich dran stören. Ich glaube dran, dass bald was Neues rauskommt. Ich hoffe auf eine iWatch. Ja, mein Jawbone-Ding ist ja aktuell kaputt. Seit 6 Wochen und ich habe immer noch keinen Ersatz davon. Warum sage ich das? Egal. Nächste Frage. Entscheidest du spontan über deine Videothemen? Ich habe es schon mal in meinem eigenen Video gesagt. Eigentlich habe ich eine ganze Liste voll von Ideen. Eigentlich. Aber oft, ich gucke die Themen oft teilweise kurzfristig durch. Denke mir auch, das ist interessant, das nehme ich. Oder wenn mich gerade aktuell was stört, dann nehme ich auch das kurzfristig. Und wenn ich mal keine Zeit habe, dann nehme ich auch was kurzfristig. Zum Beispiel die Idee, dass ich jetzt sofort das Video mache mit meinen Fragen antworten, kam jetzt auch kurzfristig, einfach weil ich jetzt noch diese Woche für oder dieses Wochenende für Mathe lernen muss. Deshalb ist es eigentlich auch einfach, weil ich nicht den Text schreiben muss. Also es ist einfacher. Hoffentlich gefällt es euch trotzdem. Ja. Entscheide ich mich also spontan für Videothemen? Teilweise. Oft. Ich meine, manchmal produziere ich auch vor. Dann kann man nicht sagen, dass ich mich kurzfristig dafür entschieden habe. Aber ja, je nach Lust. Wenn ich Lust habe auf das Thema, dann nehme ich das halt. Wenn ich keine Lust habe, dann nehme ich es nicht. Gibt es in Zukunft in Bezug auf YouTube mehr von dir zu sehen? Schließlich hat der Krachten bei dir auch einen Gruppen. Ich wüsste nicht. Also, ich mache meinen Kanal. Was will ich denn da sonst noch machen? Also, ich habe nicht vor, noch einen neuen Kanal zu machen. Mir reicht der. Also, das ist Arbeit genug sozusagen, was mir macht. Ich will keinen neuen Kanal machen. Falls jetzt irgendwie jemand mal auf mich zukommen würde und irgendwie so eine Kooperation machen würde, wenn ich Zeit habe, würde ich es machen. Aber aktuell habe ich nichts Besonderes vor. Ja. Würdest du eher sagen, dass du durch YouTube ein Selbstvertrauen zugenommen hast oder dass dich die Hater-Kommentare doch eher im Selbstwertgefühl schwächen? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass YouTube mehr Selbstvertrauen gegeben hat. Ich finde, ich kann mich jetzt nicht direkt vergleichen mit meinem Ich vor einem Jahr oder so, aber gefühlt ist es auf jeden Fall so, dass ich selbstsicherer geworden bin, dass ich auch mehr auf mich vertraue oder mich Selbstvertrauen halte. Ja, also ich finde schon, allein durch die netten Kommentare, die ich bekomme und auch den Erfolg, den ich jetzt bisher habe, wobei Erfolg wieder relativ ist für manche, ist 500 Abonnenten, wie ich schon öfters gesagt habe, nichts. Für mich ist es viel und das hat mir echt Selbstvertrauen gegeben, auf jeden Fall. Und mit Hater-Kommentare, ich hatte bisher eigentlich gar keine Probleme mit Hater-Kommentare. Einen Hate-Kommentar hatte ich bisher, den habe ich auch auf Facebook veröffentlicht, da mit meinem Video, ich will keine Fans haben. Hat irgendwie was Komisches geschrieben, aber das ist kein wirklich Hate-Kommentar. Einer hat mal gay geschrieben oder sowas. Ich weiß, wie man dazu sagen, das ist kein Hate-Kommentar, ich finde das einfach nur witzig, unnötig, keine Ahnung. Also bisher hatte ich die Probleme nicht damit, ich hoffe, ich bekomme sie auch nicht. Hater geht weg. Da kommt das gar nicht her. Ja, also. Ja, dazu kann man sich eigentlich deshalb gar nicht wirklich so viel sagen. Ja. Nächste Frage. Wo siehst du dich in 5 oder 10 Jahren? Keine Ahnung. Ich hab bisher nur über mein Leben in einem Jahr wirklich nachgedacht, wo ich mich in so einem längeren Zeitraum gesehen habe, habe ich die letzte Zeit gar nicht so wirklich drüber nachgedacht. Ich denke, dann habe ich mein Studium fertig. Ich werde arbeiten. Ich werde weiterhin YouTube machen, auf jeden Fall. Weiß nicht, ob ich da Erfolg habe, ob ich dann 1000 Abonnenten habe oder mehr. Ich denke schon mehr. Also in 5 Jahren schon ein paar Tausend. Das denke ich schon. Jobmäßig, ich denke, ich werde bei so einer IT-Firma arbeiten, hoffe ich. Ich hoffe, ich bin nicht arbeitslos. Ich kann es nicht wirklich sagen, wo ich mich in 10 Jahren sehe. Oder 5. Ist traurig. Egal. Nächste Frage. Meine Fragen an dich. Was sagen zum Beispiel Leute aus deinem Umfeld zu deinen Videos? Da du ja eben nicht diese typischen Videos, Szenenarten etc., sondern deine eigenen Sachen machst. Kennen die anderen dich genauso oder wirkst du für sie in den Videos ein wenig anders? Also zur ersten Teil der Frage, also zumindest wenn ich da bin, sind sie eigentlich alle, entweder ist es ihnen egal, ich meine, muss ja niemanden stören. Und sonst die Leute, die es gucken, die finden es eigentlich recht gut, also habe ich so mitbekommen. Viele gucken es auch regelmäßig, was ich interessant finde.
Finde ich interessant, ja. Ich werde auch häufig irgendwie über irgendwelche YouTube-Sachen gefragt. Ich glaube, die finden es eigentlich alle ganz okay, finden es interessant, anders. Ich meine, es macht nicht jeder immer so unbedingt YouTube-Videos, erst recht so wie ich, wo ich so persönlich vor der Kamera sitze. Also, persönliches Rede und das vor einer Kamera macht nicht jeder. Ja, ich glaube, die finden es eigentlich alle gut. Ja. Ja. Kennen die anderen dich genauso oder wirkst du für sie in den Videos ein wenig anders? Ich glaube, ich bin genauso in Videos wie normal. Also, ich möchte mich nicht verstellen. Ich habe ein paar YouTuber verstellen sich also in einer anderen Persönlichkeit sozusagen. Das wollte ich nie sein, weil genau damit mich bloß nie so jemand ansprechen würde. Du bist ja voll anders in deinen Videos. Deshalb, ich bin ich, würde ich jetzt behaupten. Und wenn ich anders wäre, dann hätten mir das ein paar schon längst gesagt. Also ich... spätestens Pascal hätte was gesagt. Gell, Pascal? Schön. Ich glaube, das waren alle Fragen. Cool. Also, nochmal. Falls du noch irgendeine Frage hast, schreib sie in die Kommentare. Ich werde sie beantworten im nächsten Video. Also, nicht im wirklich nächsten Video, weil irgendwann muss ja wieder was anderes kommen. Also, wobei das gefällt mir auch so, einfach so vor der Kamera zu sitzen. Hier ist es wirklich gemütlich, wie Ding gesagt hat. Ja, ja. Und deshalb dachte ich mir, mach gerade nochmal das Video hier so in der Ecke. Ich find's cool. Das ist mein zweites Video ohne Skript und ich merke es voll, dass ich hier die ganze Zeit irgendeinen Scheiß rede. Gut. Habe ich noch irgendwas zu sagen? Ja. Wie gesagt, ich freue mich auf deine Kommentare, Fragen, Antworten. Nee. Gut. Jedenfalls, ach ja noch, falls du irgendwelche Themenvorschläge hast, worüber ich mich echt freue, schreib sie auch in den Kommentare oder schreib mir eine Nachricht, wie es dir am besten liegt. Ja, ich werde mal gucken, ob ich das mache. Ich habe schon mehrere Videos gemacht, die durch euch zustande gekommen sind. Also halt durch diesen Themenvorschlag, was ich gut finde. Ja. Und falls du irgendwelche Kritik hast, kann ja auch sein. Falls dir irgendwas nicht gefällt, sag es. Falls die Musik zu laut ist oder zu leise. Falls dir das Licht nicht gefällt, falls der Ton schlecht ist. Keine Ahnung. Kritik ist auch gut, solange sie konstruktiv ist. Ja, gut. Jedenfalls, wir sehen uns wieder nächste Woche und bis dahin. Tschüss.